hier, Prost. Ja, oder? Also die gibt es wirklich, das ist ein super cooler Typ. Danke. Ja, aber es geht ja eigentlich eher um euch. Also legt los. Genau. Stopp. Stopp. Ah, du hast noch gar nicht gestartet. Die Technik. Ja, Verspätungen. Das kann ich auch nicht akzeptieren. Test. Okay. Ja. Was ist der Grund für eure Verspätung gewesen heute? Ganz konkret. Ganz konkret ist, dass die Farbe von Nord ausgegangen ist. Und wir welche aber schaffen mussten. Und die gibt es ja hier in der Gegend. Du weißt, der Rocker ist mitten in der Pampa. Das heißt, was ist die nächstgelegene Stadt? Halle, glaube ich. Wir haben dann Halle unsicher gemacht, haben die Farbe nochmal geholt und konnten sich schminken und so. Deswegen hat es ein bisschen gedauert. Du lachst echt jetzt? Ja. Was wirklich die Farbe? Ja. Also nicht das Schlagzeug, weil... Auf keinen Fall, niemals. Also wir haben jetzt die weltbeste Crew am Start. Wir sind, glaube ich, mittlerweile mit einem 50-Mann-Bus an Technikern unterwegs. Und da ist sowas... Da kann es gar nicht passieren, dass wir irgendwie technische Probleme haben und deswegen Verspätungen eintreten, sondern da liegt schon wirklich an den Muckern. Ansonsten würden Köpfe rollen, ganz klar. Ist ja auch irgendwie so ein bisschen euer Markenzeichen, dass ihr... Zu spät? Oh, fuck. Nicht erkannt werden. Ja, das stimmt. Also die Frisur muss sitzen, die Schminke muss sitzen. Ja, ich habe vorhin kurz vom Blick gemerkt, dass hier irgendwie schon ein Nagelhaar, oder ein Haarnagel, ich weiß nicht, was man zuerst sagt, ein bisschen schief saß. Ich habe dann auf die Sommerfrisur geschoben. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ah, jetzt geht's wieder. Vorhin sah ich halt so aus. Das war ein bisschen uncool. Aber im Sommer, man schwitzt, auch die Nägel schwitzen. Du weißt, es legt sich einfach irgendwie so, ne? Wie man einfach nicht will gerade. Es ist sogar eigentlich gerade frisch geduscht. Ja, wirklich? Ich hatte keinen Föhn. Ja, ich eigentlich auch. Deswegen vielleicht lag es auch daran. Jetzt habe ich die zweite Frage, die darauf aufbauen sollte. Ach, kein Problem, du hast genau. Einen schönen Zettel. Wegen der Masken, die würdet ihr auch selbst jetzt nicht absitzen, keine Kameras. Nee, wir tragen es ja nicht immer. Auch privat. Perfekt. Selbst meine Kinder haben mich noch nie ohne Maske gesehen, tatsächlich. Ihr geht also auch mit Maske ins Bett? Ja. Oft ist es so, dass wenn ich ohne Maske nach Hause komme, die Kinder denken, oh, ist ein anderer Papa. Ist ein anderer Papa? Mhm. Sagen sie trotzdem Papa? Nee. Also Papa sie haben sicher, er ist ihnen zu hässlich. Sie würden ihn niemals Papa nennen, genau. Großartig. Gibt es auch Kinder? Ohne Maske? Ja klar. Ihr doch auch, oder? Ich bin viel zu jung. ja. Wir sind Gott. Unglaublich großartiger Song. Wir sind Gott. Nicht wir. Wir sind Gott. Wie habe ich das interpretatorisch zu verstehen? Weil tatsächlich verstehe ich das eher so, dass jeder Mensch Gott ist. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, Gott zu spielen. Jeder Mensch kann eine Waffe nehmen, jemandem das Leben nehmen, Saddam Hussein erhängen. Seid ihr Gott oder sind alle Gott? Wir sind auf jeden Fall Gott. Und du hast natürlich tatsächlich recht, es ist in diesem Song, geht es wirklich darum, dass die Menschheit Gott ist. Und jeder Einzelne im Endeffekt Gott spielen kann mit allen Taten, mit allen Guten, mit allem Schlechten, was er den ganzen Tag treibt. Alles, was man so irgendwie auf eine übersinnliche Gewalt schiebt, die meistens, sagt man, nach oben, die irgendwo da oben rumschwebt und für Sachen verantwortlich ist auf dieser Welt, die wir nicht wahrhaben wollen oder die wir uns anders vorgestellt hätten, ist in unseren Augen alles Blödsinn, denn das, was hier auf dieser Welt passiert, das haben ganz allein wir zu verantworten. Alles Menschen gemacht. Alles Menschen gemacht. Und das hat nichts damit zu tun, ob wir glauben oder nicht glauben. Aber das, was hier passiert, wird nun mal von Menschen gemacht. Also, ob ich, wie du schon gesagt hast, ob ich den Saddam Hussein an den Galgen hänge, ob ich im Irak einmarschiere, ob ich Flüchtlinge mehr saufen lasse, da wird kein Gott die Hand im Spiel haben, sondern das werden Menschen machen. Und leider auch Menschen, die dieses Mittelmeer auch noch nie gesehen haben, die sind dafür verantwortlich, dass Gesetze entstehen oder dass Gesetze verabschiedet werden, die diese Menschen einfach saufen lassen. Also die Henker sitzen ganz woanders, das sind nicht die Menschen, die sie rüberfahren oder die sie versuchen zu retten oder die sie nicht retten wollen. Das ist leider, wird das irgendwie so am, wie sagt man, am runden Tisch entschieden. Das ist ja dann auch, ich sag mal, tatsächlich war Wir sind Gott das erste Lied, was ich von euch gehört habe. Jemals? Jemals. Ich habe euch ganz, ganz... Beschreib mal dein Gefühl dabei. Wie hast du das empfunden? Also das erste Mal... Soll ich das ganz ehrlich sagen? Natürlich, du musst das ehrlich sagen. Das muss ich fast rausschneiden am Ende. Weil wenn Nein,
jetzt darfst du es auf keinen Fall rausschneiden. Nein, wir schneiden es auf keinen Fall raus. Und jetzt wirklich ganz ehrlich, so wie es gewesen ist, Wir saßen auf einer Party zusammen, wir hatten ein Bier getrunken und dann lief einfach dieses Lied so unter vielen anderen Liedern und das hatte mich schon emotional so, wow, wer hat diesen Text geschrieben? Und dann lief das zufällig auch mit über YouTube und dann hatte ich mir das Video dazu angeguckt und ich habe die Textstelle gerade nicht im Kopf, wo das eingeschnitten ist, dieser ganz berühmte Mann, der dann aus dem World Trade Center gesprungen ist, ja. dieser Fall drauf war. Ich weiß es gerade auch nicht. Ich habe die Textstelle gerade nicht. Nein, wir entscheiden über Leben und Tod. Genau, die ist es. Ich musste tatsächlich eine Träne unterdrücken, weil einfach das, ich habe das so ehrlich und wahr empfunden, ich fand das klasse und habe mir das tatsächlich auch so im Halbsuff ins Handy geschrieben und dann voll nachgezogen zu Hause. Ich muss nur noch die Platten alle kaufen. Das gebe ich zu. Kein Problem, www.irgendwas.de. Auf jeden Fall, ja, das ist schön. Ich dachte jetzt kommt irgendwie so eine, keine Ahnung, die mega Diss-Stelle. Hämatom, wir sind Gott, um Gottes Willen. Ich habe gedacht, lieber schreibt doch als Gott und so. Das war ja praktisch ein Kniefall. Vielen Dank dafür. Nein, ich hab das tatsächlich, denke ich mal, auch, wie ihr es gemeint habt, direkt aufgefasst und ich fand das einfach so. Und es ist unpolitisch. Ich finde diesen Song gleichzeitig kritisierend und unpolitisch. Würdet ihr das auch so sehen? Ja. Ja, und es war schon auch so, es ist auch. Also nicht so gewesen, dass ich den Text geschrieben habe und ich mache das immer so, also wenn ich einen Text schreibe, schicke ich den meistens an die komplette Band erstmal, bevor den irgendwie Hannes zu Gesicht bekommt. Und es gab nicht nur Jubelschreie, also es gab eher so, boah, die sind Gott, weiß ich nicht. Und trotzdem war es aber ganz gut von Anfang an, dass diese Geschichte irgendwie so polarisierend ist. Und eigentlich ist er dadurch, dass er, das war, finde ich, fast sogar ein kleiner Fehler von uns. Wir hätten eigentlich das als erstes Single rausbringen sollen. Davon bin ich mittlerweile überzeugt. Wir hätten gar nicht Fick das System als Single rausbringen sollen. Als erstes, auch wenn es ein cooler Song ist, es hätte Wir sind Gott sein sollen. Ja, wir hätten ihn auch sehr gerne gespielt. Doch leider war, wie gesagt, Notts Farbe irgendwie aus. Fick das System ist einer von den Songs, der dann spontan die Setlist verlassen musste. Na, es mussten heute leider sehr viele Songs die Setlist verlassen. Das war sehr schade. Und wir waren auch, wir versuchen jetzt gerade unseren Frust mit Alkohol zu besaugen, in Alkohol zu ertränken. Es wird uns gelingen. Wir werden spätestens in 1,5 Stunden, während wir diese Show vergessen haben, sie nur noch abfeiern, nur noch das Positive von dieser Show in Erinnerung behalten. Deshalb, ja, das ist scheiße, sowas. Du hast sowieso nicht irgendwie eine lange Spielzeit und dann geht die Farbe aus und so, dann musst du erst nach Halle fahren und dann hat der Bus auch keinen Sprit und dann muss er nochmal nachgetankt werden und dann verschiebt sich das Ganze um 10, 15 Minuten und dann müssen natürlich 15 Minuten sind im Endeffekt vier Songs weichen. Auf welche vier Songs mussten wir heute verzichten? Ihr müsstet heute verzichten auf Fick das System, auf Alte Liebe rostet nicht, auf Säulen des Wahnsinns und auf, habe ich Fick das System schon gesagt? Ja, als erstes. Dann sage ich es nochmal, Fick das System. Genau. Können wir auch dreimal spielen. Eva, genau. Auch noch raus. Nord. Wir sind Gott, es gab kritische Stimmen, Jubelschreie oder eher kritisch. Heute? Nein. Oder was? Als der Songtext so, als Textformat oder in Textform das erstmal vorlag. Ja, das war, also bei mir war es ja so, das ging erstmal an mir vorbei, weil tausend andere Sachen am Start waren. Und im Studio sind wir dann drauf gekommen, während der Vorproduktion haben wir den Song dann eigentlich erst gemacht, so richtig ausgearbeitet. Und dann kam er rein, ja eigentlich muss das doch der erste Song sein von dem Album. Und dann bin ich ja klar. Tatsächlich, wie immer alles so schön sagt, der erste Song sein. Ja, und so war es dann auch. Und dann ist es sogar der Albumtitel geworden. Mhm. Genau, das war wirklich dann, das hat sich irgendwie so auf der Einfahrt von der Vorproduktion von der allerletzten entschieden. Das war, ich glaube, sogar der letzte Song, den wir überhaupt erarbeitet haben für dieses Album. Und wir dann zu dritt, Süd war gar nicht dabei, wir dann zu dritt im Bus saßen, haben uns die ganze Vorpro nochmal reingezogen, alle Songs durchgehört. Und es kam Wir sind Gott und irgendwie bei allen im Bus klar, okay, der Albumtitel ist Wir sind Gott. Und der erste Song ist Wir sind Gott. Gab es vorher einen Albumtitel? Es gab sehr viele Albumtitel. Ich glaube, einer der heißesten Kandidaten war die
kleine Machtmusik. Das war irgendwie noch, das war ganz weit vorne, aber es gab wirklich, wir hatten noch nie so eine lange Liste an Albumtiteln, die irgendwie im Raum standen, und irgendwie waren bestimmt 10 ganz coole dabei, mit denen irgendwie alle so d'accord gewesen wären, aber als Wir sind Gott da war, waren 75% dafür und dann warst du. Sehr cool. Das nächste, was ich auf dem Zettel habe: Wer hatte die unglaublich geniale Idee zu Offline Compressor Head als Feature? Unser Manager. Wie einfach war das? Ja, stimmt nicht ganz, aber ich sag's trotzdem. Das ist super. Also, sagen wir, das war unser Manager. Genau, er kennt die Jungs, die Compressor Head Jungs. Und irgendwie, wir saßen zusammen und haben mal wieder irgendwie Brainstorming betrieben. Und er hat von Compressorheads erzählt, wir haben uns das angeschaut und kam dann drauf, dass es echt eine geile Idee wäre, diese drei Jungs irgendwie im Video unterzubringen. Ihr habt sie also nur im Video untergebracht und habt die Tonspur selber eingespielt, oder ist das eine Frage, die wir so einfach im Raum stehen lassen müssen und überlegen müssen, ob Compressorhead tatsächlich die Tonspur aufgenommen hat aus dem Computer? Nee, sie haben es aber wirklich drauf, tatsächlich. Also Schlagzeuger, Basser. Ich glaube, der Gitarrist war der Einzige, der nicht programmiert war, also nicht komplett programmiert war, sondern teilweise. Aber ansonsten konnten die wirklich den Song spielen. Es ist auch, also schaut saugeil aus, aber ist jetzt kein Naturwunder. Es basiert alles irgendwie auf MIDI-Files. Und da funktioniert es schon. Aber was für sau beeindruckend war eigentlich, war der Moment, als wir reinkamen und die haben, glaube ich, noch ein bisschen mit dem Schlagzeuger geübt. Also mit dem Drummer. Mit dem vierarmigen Riesen. Das ist genial. Riesen Transformer. Und wir kommen so rein und der Song läuft und da siehst du wirklich so ein Viech mit vier Armen, der wirklich aussieht wie Robocop und spielt da deinen Song. Das war schon echt Gänsehautgefühl. Das war schon krass. Und eigentlich hätten wir auch sau gerne, dass wir mal irgendwann zusammen so einen machen. Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Ja. Ich habe es ja aufgestimmt. In 3 Jahren gibt es den Atom 15 Jahre. In 3 Jahren erst? Ja. Zumindest sagt Wikipedia das. Ja, das stimmt, dann wird Wikipedia. Wikipedia hat immer recht. Wikipedia hat eigentlich. Die schauen tatsächlich selber, glaube ich, bei Wikipedia nach. Ich hätte es tatsächlich gedacht, 2017. Ich habe das Jahr jetzt hier nicht, aber ich habe wirklich das nur dann zurückgerechnet. Kann jetzt sein, wenn wir 2014 das 10-Jährige haben. Stimmt, ja. Okay. Oh, ja, oder das 10-Jährige. Nee, tatsächlich, ja, stimmt, 2018, ja, du hast recht. Eine Jubiläumtour mit Compressorhead. Wäre das eine Idee? Ja, da ist der Aufwand leider zu groß. Also wünschenswert wäre es, und wenn Hämatom bis dahin so fett sind, dass das natürlich Compressorhead irgendwie so top spielen kann, dann wäre es natürlich saugeil. Ansonsten ist der Aufwand schon echt enorm. Meine, du brauchst einen Steuerungscontainer, du brauchst irgendwie einen 7,5-Tonner, einfach um die Teile zu transportieren. Was die an Catering, was die wegsaufen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, ja. Und das ist das Hauptproblem. Und natürlich hat der eine oder andere von Ihnen ein verdammtes Drogenproblem, aber gut, das gehört jetzt halt nicht dazu. Der Roboter hatte das Drogenproblem. Ja, ja, klar. Lass mich fragen, der Kleine an der Hi-Hat. Das ist der Lieferant. Auch gut. Ich find das so gut, das beachtet man gar nicht, dieses Detail, dieser kleine Roboter, der an der Hi-Hat dann da ist. Ja. Das ist genial. Super. Müssen wir noch auf dem Zettel stehen? Ja, 10 Minuten sind heute knapp ausgefallen. Für was? Achso, für bei uns? Für naja, dann glaube ich sogar eher 15 Minuten. Könnte ein bisschen mehr gewesen sein. Welchen Deal würde den Fans vorschlagen, um das wieder gut zu machen? Das waren einige echt traurig. Hey, reicht es jetzt ganz schnell für 15 Minuten? Nein, ich hätte mehr gesehen. Ich hätte gerne mehr gesehen. Nee, ist doch kein Problem. Das erste Mal Hämatom live und dann... Du, das ist überhaupt kein Problem. Wo sind wir denn demnächst hier in der Gegend? Welche Gegend? Hannover, oder? Ist doch gar nicht so weit weg. Oder? Ist Dresden? Ist Leipzig näher? Was wissen wir? Ich muss noch nachgucken, tatsächlich. Also ich will auch nachgucken. Ihr kommt aus Berlin, also ihr könnt es gerne wissen. Nee, ich komme nicht aus Berlin. Achso. Ich komme sogar aus Nordrhein-Westfalen. Ich bin so der äußerste Außenposten von Karlsruhe, Berlin. Okay. Da muss man auf die Page gucken. Ja, wir sind im Herbst so dermaßen auf Tour. Wir sind in Extreme auf Tour. Also wir spielen erstmal eine Menge Festivals heuer noch. Das ist, glaube ich, das spielreichste Jahr unseres Bestehens. Dann gehen wir mit den Extreme auf Tour, die gerade vor kurzem auf die 1 gegangen sind mit dem Album, was uns sehr freut.
Und dann geht es direkt über in unsere eigene Headliner-Tour im Endeffekt, weil wir hatten so Wir sind Gott noch keine Headliner-Tour, wir hatten nur, in Anführungsstrichen, diese vier ausverkauften Release-Shows. Und gehen dann nochmal auf so eine, ich glaube, 13, 14 Shows in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und also ich glaube, die Fans werden eine Menge Möglichkeiten haben, das wieder den verpassten Spaß wieder reinzuholen. Sie müssen natürlich dafür zahlen, ganz klar. Ich werde es mir, denke ich mal, auf jeden Fall geben. So, ja. Wie es der Terminkalender zulässt. Perfekt das System. Tu es. Ich habe die Kamera dabei, ich habe hier dieses ganze Geschnipsel dabei. Und ich hatte schon alles abgegeben und fick das System und. Ja, ja. Naja, gut, man kann nicht alles haben. Und damit beenden wir dieses Thema. Genau. Nein, wir beenden nicht nur das Thema, ich habe nämlich auch keine Fragen mehr.